Servus Leute, Embers hier und zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die mir in den letzten Monaten, ich war, wie man vielleicht mitbekommen hat, inaktiv, dann geschrieben haben, gefragt haben, wie es mir geht. Und ja, mir geht es soweit gut, ich werde aber gleich nochmal näher drauf eingehen. Und hatte jetzt Urlaub gehabt mit der Familie, total entspannt und da in diesem Urlaub ist auch dieses Bild entstanden. Wir waren in Österreich gewesen, super toll in den Bergen wandern und ja, hatte auch entsprechend ein bisschen Zeit, nochmal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Das letzte Video sind jetzt schon ein paar Monate her. Und zunächst einmal ein Sorry dafür, dass ich so lange inaktiv war. Die Abwesenheit war in dieser Hinsicht so nicht geplant gewesen. Aber auch gleichzeitig einen riesen Dank an all diejenigen, die gesagt haben, hey, was ist los mit dir? Kommst du noch? Ist alles in Ordnung? Die sich einfach, sag ich mal, um mich als Person Gedanken gemacht haben. Dementsprechend danke. Ja, was war mit der Inaktivität? Wie ist das dazu gekommen? Ich sag mal so, ich hatte einerseits war das Thema von der Arbeit her, ich hatte intern noch einen anderen Bereich gewechselt und für ein paar Monate, beziehungsweise jetzt immer noch so halb-halb, so noch den alten Bereich und den neuen Bereich, wo ich dann tätig bin. Und sag ich mal so, jobtechnisch ein bisschen mehr zu tun. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man irgendwo neu anfängt, ist ein bisschen intensiver die Phase und man möchte sich ja auch dann immer gut präsentieren. Dementsprechend war das schon einmal eine Priorität, nämlich ein bisschen mehr Zeit und Energie gekostet hat. Aber ich denke mal, es war auch dann der größere Part, war das Thema Familie. Einige wissen ja, ich habe zwei Kinder. Und da ist das zweite Kind auch in den Kindergarten gekommen. Meine Frau hat dann entsprechend auch wieder angefangen, zu Jahresbeginn zu arbeiten. Oh ja, und so ist es. Wenn die Frau wieder arbeiten geht aus der Elternzeit, ist natürlich dann auch der Mann wieder mehr gefragt, sich dann in den Alltag mehr ja, zu integrieren, mehr zu unterstützen. Das hat sie vorher ja immer ja, bravourös immer gemacht, mir da viel abgenommen und dementsprechend war da halt ja, familiär, beruflich doch einiges mehr zu tun und ich hatte ja auch in der Vergangenheit gesagt, man möchte ja auch die Kinder groß werden sehen und sich dann nicht immer hier irgendwie vor dem PC verkriechen und dann die Sachen machen. Ich meine, YouTube hat mir Spaß gemacht, macht mir Spaß, wird mir auch in Zukunft weiterhin Spaß machen, aber der Lebensabschnitt war einfach der jetzt im letzten Jahr, dass es einfach zeitlich sehr knapp war. Es ist auch jetzt immer noch nicht so, dass ich sagen kann, hey, wir haben Freizeit ohne Ende, aber es passt soweit in der Hinsicht. Und ein anderer Faktor, der hat mir aber auch persönlich sehr viel Spaß gemacht, ich habe wieder mit dem Fußballspielen angefangen, hier in der Stadt, bei den alten Herren, habe in meiner Jugend die ganze Zeit gespielt und wurde auch schon vor ein, zwei Jahren immer gefragt, komm, mach wieder Fußball, weil wir hatten hier so ein Fest und wir haben dann mit der Nachbarschaft eine Mannschaft gegründet und auch dann das kleine Spaßturnier dann gewonnen gehabt. Entsprechend, ja, ein bisschen auch das Hobby dann, was Thema Fußball betrifft, reaktiviert und da doch ein bisschen, sagen wir so, ein Abend in der Woche ist dann da mehr oder weniger für geplant. Aber dementsprechend, wie man sieht, es geht mir soweit gut, war halt einfach nur eine Priorisierung, dass ich gesagt habe, hey, YouTube macht Spaß, ist ein tolles Hobby. Auch die Unterhaltung, die Kommentare oder auch das mit dem Twitch, mit dem Stream ist immer ein schöner Moment gewesen, aber ja, kommt auf jeden Fall wieder. Was war noch passiert? Wir haben ja vor ein paar Jahren oder 2020 das Haus hier gebaut. Natürlich ist das, wenn das Haus gebaut ist, das Thema Hausbau noch nicht komplett erledigt. Wir hatten noch sowas wie mit dem Galabauer, den Garten, den Vorgarten noch, den wir jetzt ein zweites Mal gemacht haben. Haben jetzt zu Jahresbeginn auch die PV-Anlage aufs Dach bekommen, was dann natürlich auch ein größeres Thema war. Ich bin da ja ein bisschen akribischer hinten dran. Wie groß, wie viele Module, was macht denn? Wir haben ja auch Solarthermie noch auf der Ostseite. Wie viel kann man machen mit Speicher, wie viel Speicher und so weiter. Und auch die Zukunftsüberlegungen. Ich denke mal, unser Energieverbrauch wird in den nächsten Jahren eher steigen. Die Kinder werden größer, werden da mehr Bedarf haben. Ich hätte vielleicht auch Lust auf so einen E-Roller, also so einen 125er Kubikroller, also elektrisch, um damit so ein bisschen rumzukurven, vielleicht auch mal ein E-Auto in Zukunft. Also dementsprechend waren dann doch ein paar Themen, mit denen man sich austauschen musste. Und so eine PV-Anlage kostet ja 1, 2 Euro mehr, auch wenn die jetzt mittlerweile günstiger geworden sind. Da möchte man sich natürlich schon im Vorfeld Gedanken machen, welche Module nimmt man, bifaziales Laden, also so also Glas-Glas-Module oder was es da halt alles gibt. Entsprechend ja, waren das Themen und die mussten natürlich dann halt auch durchgezogen werden.
Dann zum Thema Gaming letztes Jahr. Ja, ich hatte mich ja damals, als auf D2 Resurrected rauskam, ja sehr darauf gefreut, dass D2 reworked wird. Und es hat ja auch super Spaß gemacht. Entsprechend dann auch schon gefreut, dass ein D4 ja rauskommt. Mittlerweile ist es ja schon seit ein paar Monaten draußen. Aber auch bei D2 habe ich gemerkt, gerade wenn ich mich ja mit den Leuten über Discord dann verabredet hatte zu spielen oder wenn eine neue Season rauskam, ich da doch sehr weit hinterherhing. Entsprechend war das ja schon damals auch, als auch dann meine Frau da unterstützend dabei war, was mir halt glasklar ja, rüberkam, ich habe nicht so viel Zeit, effektiv zu zocken und YouTube zu spielen. Also dementsprechend, ja, war es dann halt schon eine, ja, so ein Zeig, dass ich dann gesehen habe, okay, das ist zeitlich nicht so, dass ich da groß mithalten kann. Und auch mit D4, als es dann jetzt rauskam, habe ich dann auch gedacht, bin eigentlich monatelang nicht mehr am PC gewesen. Jetzt für D4 mich dann abends da irgendwie verkrampft hinzusetzen, ein, zwei Stunden zu spielen, dann hätte ich auch immer Lust, das nochmal dann irgendwie in einem Video zu verpacken und so weiter. Wäre dann wiederum weniger Zeit zu spielen. Kurzum, ich habe gedacht, D4 hätte ich Lust, aber rational gesehen keine Zeit. Entsprechend habe ich es bisher auch noch kein D4 gekauft. Habe aber auch mitbekommen, dass es ja momentan die Stimmungslage nicht die beste ist, dass man da doch ein paar Sachen hat, die man da verbessern könnte oder ein bisschen kurzweilig ist. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann mal D4 zocken. Dementsprechend dann ist es für mich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber das wird vielleicht noch ein halbes Jahr dauern, ein paar Monate, ein Jahr, keine Ahnung. Ja, das Projekt werde ich, also ich werde mich auf jeden Fall auf D4 freuen, das irgendwann mal anzugehen. Nur aktuell habe ich bisher noch kein D4 gespielt. Auch das Thema Raid, ich habe ja auch eine große Raid-Community, zumindest früher gehabt. Habe ich jetzt auch seit ein paar Monaten nicht gespielt. Habe aber auch ehrlich gesagt Angst mit Raid wieder anzufangen, weil ich einfach weiß, es war früher schon mal vor meinem ersten Break sehr zeitintensiv und nach dem Break halt auch nochmal noch zeitintensiver. Und ich glaube, ich will mir einfach nicht diesen Stress antun, zu sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich 4 Stunden am Tag da reinbekomme, mit Raid zu zocken, mit dem ganzen Tobabo drumherum. Dementsprechend, ja, auch was Raid betrifft, kein Spiel. Was ich aber gespielt habe, und das ist halt so ein Game, wo ich sage, hey, das passt, dass man mal irgendwie, das sind nur so 2, 3 Minuten, also der eine oder andere kennt es vielleicht von euch, Clash Royale ist quasi so ein Strategie-Game, so ein Tower-Defense-Strategie-Karten-Game. Ja, könnt ihr danach googeln. Ist, finde ich, ja, geht so zwischen 2 und 5 Minuten vielleicht maximal eine Runde, wo man mal so schnell eine Runde zocken kann. Das spiele ich jetzt seit Anfang des Jahres, weil ich ja irgendwas muss man ja daddeln. Dementsprechend ganz ohne geht es halt auch nicht. Das macht mir recht viel Spaß. Ist natürlich aber auch schon in die Jahre gekommen. Also entsprechend, ich spiele es auch Free-to-Play. Bin ich ja jetzt nicht irgendwie super weit oben. Und ja, das ist halt so ein Mobile Game, was ich momentan zocke. Ansonsten, ja, eigentlich fast gar nichts. Womit ich mich noch viel beschäftigt hatte in den letzten Monaten, ist einfach, dass ich mein, ihr wisst ja, ich komme ja aus dem Bankenwesen und habe ja auch Betriebswirtschaft studiert, ist so das Thema Wertpapiere. Da gab es ja doch schon einiges an volatilen Bewegungen in den letzten Monaten an den Märkten. Das Thema bin ich angegangen, habe mich da ein bisschen wieder reingefuchst, mir die Märkte angeschaut. Das macht jetzt recht viel Spaß, ist natürlich auch da ein bisschen zeitintensiv, aber natürlich freut man sich ja, wenn dann auch da ein bisschen Profit dann monetär dann bei rumkommt. Ja, dann Thema Zukunft, wie sieht es weiterhin aus? Also ich will natürlich als Ziel wieder YouTube oder auch Twitch aktiv machen. Wann genau? Weiß ich nicht. Welches Thema ich machen werde, weiß ich nicht. Das ist noch auf jeden Fall so ein Fragezeichen. Ich kann mir natürlich als Thema weiterhin vorstellen, so Gaming, das macht mir Spaß. Ich denke mal, das ist so mein Naturell, dass ich immer irgendwas zu zocken haben muss und darüber dann halt auch gerne auch Videos mache, weil das bietet sich ja an, wenn man sich dann in irgendein Thema reinsteigert und das dann halt auch kommuniziert. Ich merke schon, das Video ist jetzt gleich 10 Minuten lang. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Aber welches Spiel ich da spiele, bin ich für Vorschläge offen. Aktuell, wie gesagt, spiele ich Clash Royale. Das könnte man mal machen, aber ich glaube, das ist, ja, einerseits bin ich nicht Pro, bin auch nicht tief genug in der Materie drin. Wenn ihr da Vorschläge habt, auch vielleicht Game, was jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt,
dass ich dann zumindest mal schon mal vom Start an dabei bin. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare. Ich schaue mir das mal an, schaue mir die Spiele auch gerne an. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja was Tolles bei rum. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, den YouTube-Kanal jetzt vom Gaming her oder auch einen neuen Kanal dann zu starten, was Thema irgendwie Wirtschaft oder Finanzwesen betrifft. Ich denke mal so, das allgemeine Thema finanzielle Intelligenz bin ich doch ja, seit über 20 Jahren doch stark involviert in dem Thema drin, dass ich bestimmt zu dem einen oder anderen Thema auch mit meinem Background da was sagen könnte. Das hatte ich mir auch schon mal überlegt gehabt. Ja. Denke, da würde ich auch ein gewisses Sammelsorium auch aus dem Freundesbekanntenkreis dann zusammenbekommen, was man da so bringen könnte. Aber ich möchte halt nicht der X-te sein, der da irgendwelche Themen dann irgendwie lauwarm rausbringt. Mal gucken. Ja, also was das betrifft, für Vorschläge, wie gesagt, gerne offen. Ansonsten freue ich mich natürlich über jegliche Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt ein, zwei Leute das Video schauen. Ich denke mal so, gerade in dieser heutigen YouTube-Welt ist man da, wenn man da ein paar Monate lang nichts gemacht hat, schnell wieder draußen. Dementsprechend, vielleicht sieht es der ein oder andere ja und freut sich. Also ich würde mich über einen Kommentar oder irgendwie eine Nachricht da, was das betrifft, freuen. Ich bedanke mich an alle. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.